Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Also ich muss wirklich zugeben, ich habe zu viele Zombie-Spiele gespielt. Ich habe jetzt gerade irgendwie darauf gewartet, dass der aufsteht. Auch wenn ich wusste, dass er das natürlich nicht macht. Aber der sah doch sehr zombie-mäßig aus, oder? Und wäre bestimmt lustig, wenn er aufgestanden wäre. Dann hätte man den ja umgeholzt. Denn als erfahrener Videospieler wissen wir natürlich, was wir mit Zombies machen müssen. So, wir schreiten weiter in den Bauch des U-Boots und hier wird der Wasserstand auch immer höher. Okay, jetzt sind wir schon komplett drin. Gemütlich. Oh, hier die Partikeleffekte. Schon wirklich toll. Ja, das musste halt damals von der Hardware alles berechnet werden. Auf der PS2 wäre sowas nicht ansatzweise möglich gewesen. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Ach, was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Ja, sehr mysteriös. Warum steht der Sully so unter Druck? Ja. Und der Captain, der hat auf jeden Fall schon mal bessere Tage gehabt. Der sah schon mal besser aus. So, dann wollen wir mal raus. Oh, shit. Oh shit, ich hab's gesagt. Das ist wohl nicht gut. Nein, das ist richtig Käse. Okay, wir müssen hier raus. Auf geht's. Hey, hey! Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwar etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet er immer so viel? Ach,
Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Also, Dreckskerl! Oh, shit. Okay. Da ist der Sully von uns gegangen. Okay, jetzt müssen wir einen Abgang machen. Ah, und Schuss. Ja, ne? Wir müssen einen Abgang machen. Okay, dem hauen wir jetzt schön eins auf die Galosche. Batzbumm. Zum Schießen haben wir keine Zeit. Der wütende Mob hängt uns auf den Fersen. Langsam, Cowboy. Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Okay, jetzt haben wir auch wieder eine Waffe. Jetzt können wir hier wieder rumballern. Ja, die liebe Elena. Da hat die uns doch den Arsch gerettet. Zumindest ist auf jeden Fall jetzt gerade eine gute Hilfe. Verdammt. So, jetzt haben wir hier natürlich ein Deckungssystem. Den räumen wir jetzt gleich schön mit einem Kopfschuss ab, wenn er sich wieder rumdreht. Okay, der kommt jetzt auch noch hier vorne hin. Okay. Okay, das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Und wir sind... Okay, dann merkt man doch, dass der Schwierigkeitsgrad höher ist. Ach, und Ziel... Wasser... habe ich auch nicht getrunken. Okay, den haben wir auf jeden Fall schon mal aus dem Leben gefaustet. Wir haben hier keine Medikits, sondern... Der Bildschirm, der verfärbt sich. Dann merkt man, dass man angeschlagen ist. Und der Nathan, der kippt doch ziemlich flott aus den... aus den Füßen. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich mit der Pistole auch nicht wirklich einen sehr guten Argumentationsverstärker. Der ist doch etwas schwachbrüstig. Aber man merkt schon... schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Aber man merkt schon, dass der Schwierigkeitsgrad... höher ist. Aber der hat eine Kalaschnikow. Das ist sehr schön. Schön. Jawohl. Ja. In Ordnung. Da sind sie doch. So, der hat auch eine. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Muni. Okay, wir laden die mal nach. In Ordnung.
Aber die pflücken uns jetzt hier richtig schön runter. Wie schöne reife Kirschen. Okay, mit der Dreieckstaste können wir, wenn wir zielen, auch schnell unsere Waffe wechseln. Das ist auch gut. Sollte man jetzt vielleicht mal machen, weil sonst geht uns hier mit der AK-47 doch schnell die Munition aus. Okay. Unabgestürzt. Okay, und der Typ, der steht auch wieder. Okay, und die Waffe scheint runtergefallen zu sein. Okay, da liegt sie. Gut. Zusammenbleiben. Da sind sie doch. Okay. Aber muss sagen, die sind doch schon sehr zielsicher. Da habe ich die anders in Erinnerung. Also der Schwierigkeitsgrad macht sich auf jeden Fall sehr bemerkbar. Was zum Teufel ist das hier überhaupt? Lange Geschichte. Später. Die stürmen jetzt aber nicht wie die Idioten nach vorne, weil ich glaube, die kommen jetzt gleich da vorne die Treppe runter. Da drüben. Okay. Da ist er. Und eine Granate wäre jetzt nicht schlecht. Komm her. Auf wen schießt denn du da? Oh mein Gott. Okay, eine Granate. Okay. Da sind sie. Da. Das wirst du bereuen. Na toll. Du bist tot. Nee, bin ich nicht. Und genau, für diese Aktion bekommen wir nämlich doppelt Muni. Fällt mir gerade mal ein. Das heißt, wenn man hier etwas knapp bei Munition ist, lohnt es sich auch mal in den Nahkampf zu gehen. Langweilig wird's nie, was? Nee, mit uns nicht. Bleiben Sie in Deckung. Die Typen meinen es ernst. Okay, jetzt müssen wir hier die Treppe hoch, also die Leiter hoch. Na, okay. Ja, geht einigermaßen. Ich bin jetzt gerade etwas stiller. Ich möchte jetzt hier nicht eine Fellparade an den Tag legen. Ich brauche noch ein bisschen mit der Steuerung. Und ich möchte nämlich immer auf Dreieck nachladen. Aber hier ist ja Nachladen auf R1. Los geht's. Hier lang. Und wenn man mit R1 und L1 schießt, dann hat man es mit R2. Also kenne ich halt leider etwas anders. Oh, ich werde richtig gut darin. Okay. Oh mein Gott. Nein! Okay. Wie wir sehen, Scharfschütze.
Aber wir haben eine Trophäe bekommen. Okay. Die da oben müssen wir jetzt mal so ein bisschen wegräumen. Und mir geht das manchmal auf den Keks. Mit der Kamera. So, jetzt können wir den hier vorne. Weil ihr seht, eigentlich ist immer so die Position, die ich hatte. Behält der eigentlich auch, wenn ich wieder neu ziele. Das heißt, wenn ich jetzt rechts bin und ich ziele wieder, ist er wieder rechts. Aber manchmal springt die auch um. Das sind alles so Kleinigkeiten, die damals nicht wirklich aufgefallen sind. Aber heutzutage ist man natürlich ganz anderes gewohnt. Da läuft das alles etwas intuitiver. Da sage ich ja, ich muss hier so ein bisschen reinkommen. Und wir hier reden hier gerade mal von einem Spiel, was 12 Jahre alt ist. Deshalb kann ich halt viele verstehen, die noch nie einen Tomb Raider gespielt haben, also die alten Tomb Raider, wenn die das erstmal den ersten Tomb Raider spielen. Ja, dass die sagen, alter Schwede, ist das ein Käse. Aber es war halt damals so. Ich sag halt, ist alles Evolution, was man heute hat an Steuerungsmechanismen, Mechaniken, die haben sich natürlich über die letzten Jahre alle herauskristallisiert. Und wenn man dann so einen Blick zurück macht. Okay. Okay, okay, wir müssen mal einen Abgang machen. Wir müssen einen Abgang machen. Kommen auch wieder aus allen Ecken. Hier steht ein Auto, können wir auch nicht verwenden. Aber wir sehen, Elena, die macht auch selber ordentlich Rabatz. Und ich will immer mit Dreieck nachladen. Drin, ich. Ja, hier lang. Ja, aber wir nehmen uns jetzt erstmal hier die ganze Muni mit. Aber hier hat keiner mehr Munition für die Kalaschnikow. Hier lag auch noch was, ne? Lag hier nicht irgendwo noch einer? Aber das war auch nur Pistolenmunition. Ja, das wäre jetzt schön, wenn wir das Auto da vorne mitnehmen könnten, aber... Okay, können wir doch. Sind sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist! Wenn Sie den Schatz gefunden haben, brachten Sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte Ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Na los. Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Ja, schätze, das tue ich. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen! Ich funktioniere sie noch! Das werden wir gleich wissen! Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis 5 und ziehst die Leine! Jetzt los! Kommst du auch? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Oh. Oh.
sehen uns unten. Ich komm gleich da. Ja. Herrlich, der Nathan. Oh Mann. Ach, bei dem geht mir alles in die Hose. Fremde wollen mich töten. Die Karte liegt im brennenden Flugzeug. Elena ist weg, vielleicht auch tot. Fängt ja gut an, Nate. Ja. Warum soll man nicht auch mal mit dem Flugzeug abstürzen? Aber ich sag ja, ich finde das total sympathisch. Das hat auch so ein bisschen... Und da sind die ganzen... Action-Adventure, die ganzen Spiele natürlich abgekupfert, was von Indiana Jones. Das ist natürlich klar. Und ich finde, das ist hier so gut umgesetzt. Vielleicht noch nicht ganz so gut wie in den späteren Teilen. Klar, der erste Teil musste sich so ein bisschen eingrooven. Ich denke mal, da war auch von Sony natürlich irgendwo eine Deadline gesetzt. Das kam ja nicht ganz zum Start, aber doch ja, in den ersten paar Monaten. Ich glaube, das war im November 2007 kam das, glaube ich. Ne? Da war ja die Konsole ein halbes Jahr hier in Europa auf dem Markt. Und da musste mal so eine Killer-Applikation raus, so ein richtiges System-Seller. Ich denke mal, dass Sony auch gesagt hat, Naughty Dog, hör mal, ihr müsst mal ein bisschen hinmachen. Und dass die vielleicht gar nicht hundertprozentig alles so umsetzen konnten, wie sie sich das gedacht hatten. Das ist ja meistens beim ersten Teil so. Das war bei Jak and Daxter so, bei Spyro war es damals, glaube ich, genauso. Und dann mit dem zweiten Teil kann man halt bei einem Spiel Ideen umsetzen, die man halt im ersten Teil noch nur so quasi vage im Kopf hatte. Und wir schießen mal das Schloss auf, denn wir sind ja hammerhart, wie wir sehen. Wir bratzen hier einfach in die Gitter weg. Auch jetzt hier mit dem... Das ist schön, dass wir hier die Kamera switchen können, aber das ist irgendwie alles nicht so hundertprozentig. Also ich glaube, ich habe in den späteren Teilen die Kamera nie so oft umpositionieren müssen wie jetzt hier im ersten. Oh, das hört sich jetzt hier so an, als wenn ich so viel meckern wäre, aber das soll jetzt hoffentlich nicht so rüberkommen. Es fällt halt jetzt mittlerweile eben auf. Damals ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, als ich das erste Mal Spiel gespielt habe. Ich habe hier die ganze Zeit mit heruntergeklappten Kinn gesessen und habe mir gedacht, Alter, ist das geil. Nee, okay, ich hatte jetzt gerade gedacht, ich hätte irgendwas gehört, aber ich habe mich verhört. Jetzt kommen wir auch in den ersten Bereich nicht mehr zurück. Aber man kann, wenn man das Spiel nachher durchgespielt hat, kann man die Level einzeln anwählen, das weiß ich. So, jetzt geht's da aber schon weiter, oder geht's da schon weiter? Ich möchte, da vorne blinkt es doch, sag ich doch. Nee, also ein Geräusch höre ich nicht. So, jetzt haben wir immerhin schon 10 Schätze. Ja, genau. Auf jeden Fall, genau. Wenn man hier das Spiel durchgespielt hat, kann man die Kapitel einzeln anwählen. Und dann kann man natürlich nochmal auf Schatzjagd gehen. Also in der Hinsicht sehr benutzerfreundlich. Dass man nicht das ganze Spiel nochmal durchspielen muss. Sondern wenn man auf die Schätze steht, dass man dann... halt entsprechend die Levels nochmal einzeln anwählt, wenn man das Spiel durchgespielt hat.
Denn erfahrungsgemäß schafft man es in den seltensten Fällen direkt alles in einem Rutsch und alles zu finden. Also auf jeden Fall nicht, wenn man das Spiel, also eher unwahrscheinlich, wenn man das Spiel das allererste Mal spielt. Weil man sich natürlich auch so ein bisschen dran gewöhnen muss, wo sind die versteckt, wie gut sind die versteckt. Da haben ja die Spiele immer so eigene Charakteristiken. Das war zum Beispiel auch bei den älteren Tomb Raider Teilen, da hat man zwar jetzt hier nicht irgendwelche, ja, Kostbarkeiten gesucht, sondern es waren meistens irgendwelche Medikits oder sowas. Aber hier gibt es ja dann quasi Kostbarkeiten und da ist ein Vogel, ich weiß nicht, können wir den abschießen? Also es wird nicht ausgegraut. Wir konnten ihn nur anhusten. Ich wollte es ausprobieren. Hätte ja sein können, dass wir dafür eine Trophäe kriegen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Wo wir hier... Da ist ein Schatz. Ich habe es mir doch gedacht. Das ist doch nicht ohne Grund. Deshalb schaue ich mich auch in den Levels immer so gerne um. Weil ich mir immer denke, das habe ich schon öfters gesagt, die Programmierer haben das nicht ohne Grund hier reingeprogrammiert, sich daran so viel Mühe gegeben. Da Ach, jetzt müssen wir ja aufpassen. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen in Deckung bleiben. So. Und Kopfschuss. Ja, wir hätten uns jetzt auch hier vorne hin verstecken können. Das ist, wenn die Granaten werfen, sollte man immer das beherzigen, was uns gerade eingeblendet wurde und dann eben schnell die Stellung wechseln. Aber mit dem Vogel jetzt eben, ich will jetzt hoffen, dass ihr nicht erbost seid, dass ich auf den geschossen habe. Aber es hätte ja sein können, dass wir dafür eine Trophäe bekommen. Würde ich natürlich im echten Leben nicht machen. Versteht sich von selbst, aber das ist ja hier nur ein Videospiel. Granaten, jawohl. Na endlich. Wie können wir die ausrüsten? Moment, muss ich mal eben gucken. Ich möchte, bevor ich die jetzt gleich einfach werfe. Steuerung, Controller Layout. Granate, okay, alles klar. Mit der L1-Taste. Und da zeigt er uns auch den Bogen an. Das weiß ich nicht, müssen wir die dann loslassen und wirft die dann automatisch? Okay, Deckung. Kleiner Scharfschütze bin ich auch. Aber der hier will nicht so richtig. Okay, dann gehen wir ein bisschen näher ran. Na. In Ordnung. Okay, jetzt aber.